Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's ein Mirror Glaze Cake Video. Das ist für mich voll der Zungenbrecher, aber sehr viele von euch haben schon nach diesem Video gefragt. Mirror Glaze ist die Glanzglasur, also die Spiegelglasur, die man auch im Internet noch ganz häufig sieht. Und die Zubereitung ist ein bisschen speziell. Man braucht, um ein perfektes Ergebnis zu machen, wirklich spezielle Zutaten wie gemahlene Gelatine für die Festigkeit, dann etwas Glucose, weiße Schokolade und Kondensmilch. So habe ich jetzt die Rezeptur mal ausgetüftelt und die ist wirklich super. Was aber noch wichtiger ist, ist der Untergrund. Das heißt, die Torten, die dafür verwendet werden, müssen zum einen super gut schmecken und die müssen gefroren sein. Das heißt, ihr könnt die super gut vorbereiten, im Tiefkühler aufbewahren und dann am Tag des Servierens einfach rausholen, mit der Glanzglasur überziehen und dann servieren. In diesem Video zeige ich euch jetzt die Glasur, also das Rezept dafür. Und im nächsten Video kommen dann ein paar Basics, wie ihr diese Torten richtig lecker zubereiten und füllen könnt. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich bisher wirklich dagegen gewehrt habe, weil es einfach so spezielle Zutaten sind. Aber auf euren Wunsch hin machen wir heute Mirror Glaze. Ich zeige euch mal die Zutaten. Fürs Mirror Glaze verwende ich 12 Gramm gemahlene Gelatine, 80 Gramm Wasser, 180 Gramm Glucose, 180 Gramm Zucker, 105 Gramm Wasser, 120 Gramm gezuckerte Kondensmilch und 180 Gramm weiße Schokolade. Zuerst nehmen wir jetzt die Gelatine. Ich nehme da eine Rindergelatine und da kommt jetzt das Wasser dazu. Die muss nämlich zuerst einmal quellen. Das heißt, kurz verrühren und dann stehen lassen. Das dauert dann so etwa 5 bis 10 Minuten, bis das Wasser so ein bisschen aufgezogen wird. In der Zwischenzeit kann ich aber schon mal hier im Topf weitermachen. Und zwar kommt jetzt die Glucose hier rein. Eine ziemlich klebrige Angelegenheit. Da kommt jetzt der Zucker dazu und das Wasser. Und die Mischung lasse ich jetzt aufkochen und dann 2 Minuten sprudelnd kochen. Ich verwende gleich noch ein Thermometer zur Kontrolle, dass es etwa 105 Grad Celsius hat. Aber ihr könnt auch einfach 2 Minuten kochen lassen und dann hat es die perfekte Temperatur. Nach 2 Minuten Kochzeit kommt jetzt hier die Kondensmilch dazu. Und hier habe ich jetzt die gezuckerte Kondensmilch aus der Dose. Die ist auch echt lange haltbar. Das heißt, ihr könnt die dann im Kühlschrank weiterhin aufbewahren oder den Kaffee damit süßen. Und jetzt die Schokolade mit rein und so lange rühren, bis sie geschmolzen ist. Und jetzt ist auch die Gelatine soweit. Man sieht es hier ganz gut. Und die kommt jetzt hier auch mit rein und dann kann ich alles verrühren. Und die Glasur dann abkühlen lassen auf etwa 35 Grad, sodass sie wirklich Handwärme hat. Denn so ist sie jetzt einfach noch ein bisschen zu heiß. Ich habe jetzt schon meine Torten seit gestern und vorgestern im Gefrierfach. Das heißt, die sind richtig gut durchgefroren. Und dafür verwende ich am liebsten Silikonformen, weil dann die Oberfläche schön glatt wird und natürlich auch dann die Glasur schön glatt runterlaufen kann. Ich habe jetzt das Mirror Glaze abkühlen lassen. Und so sieht ja die Ursprungsform aus. Das ist auch noch ein bisschen warm. Ich habe nämlich noch mal eine Portion gemacht. Und so sieht es aus, wenn man ein bisschen Icing Whitener reinmacht. Also ein bisschen weiße Lebensmittelfarbe in Pulverform. Dann hat man nämlich eine schöne helle Farbe. Kann auch noch ein bisschen reinmachen, dass es wirklich ganz weiß wird. Und das kann ich jetzt einfärben mit verschiedenen Lebensmittelfarbpasten. Ich habe jetzt hier schon meine Torte. Die habe ich gefüllt mit einer weißen Schokoladenmousse. Im Innern habe ich einen Fruchtkern, darunter einen richtig leckeren Schokoboden und einen Crunchboden. Die Torte ist wie gesagt gefroren und aus der Silikonform kommen sie wirklich perfekt rund heraus. Ihr könnt sie super vorbereiten, im Gefrierfach lagern und dann einfach nur noch dekorieren. Ich färbe jetzt mal kurz die Masse ein und dann können wir dekorieren. Und hier beim Verrühren einfach darauf achten, dass ihr nicht zu viel Luft einschlagt, damit einfach keine Blubberbläschen entstehen. Und falls doch, kann man es auch durch ein Haarsieb streichen, das ist dann auch okay. So, ein bisschen marmoriert lasse ich das hier. Jetzt nehme ich meine Grundfarbe, die kommt jetzt hier in ein Gefäß. Allzu viel brauche ich nicht. Wichtig ist, dass man wirklich reichlich Mirror Glaze hat. Man kann es auch danach wirklich unten wieder runterkratzen und dann neu erwärmen und wieder verwenden. Jetzt die verschiedenen Farben noch rein. Und so könnt ihr ein richtig tolles Muster herstellen.
Und jetzt könnt ihr zum Beispiel mit einem Teigschaber oder Löffel hier einmal kurz einen Swirl machen und dann die Glasur über die gefrorene Torte gießen. Muss ich einfach nur aufpassen, dass überall die Glasur ist. Und da kommen jetzt nur noch 2, 3 Himbeeren drauf. Falls ihr Luftbläschen habt, könnt ihr jetzt einfach ein bisschen klopfen oder die Luftbläschen mit einer Nadel aufstechen. Nach dem Abtropfen einfach unten die letzten Reste wegnehmen und dann auf eine Tortenplatte setzen, auftauen lassen und servieren. Hier habe ich jetzt blau und weiß gemischt und einen kleinen Swirl gemacht. Okay, und jetzt über diese Form. Und wenn man jetzt so zur Mitte hingießt, dann bekommt man schöne Streifen. Jetzt habt ihr ein paar Inspirationen gesehen. Die Reste vom Mirror Glaze, die habe ich jetzt verpackt. Die kann ich nämlich jetzt im Kühlschrank aufbewahren und dann zum Beispiel in der Mikrowelle oder auf dem Herd warm machen. Wichtig ist nur, dass man das nicht kochen lässt wegen der Gelatine. Und dann kann man es echt wiederverwenden. Also super cool. Jetzt, lieber Murat, ist ganz wichtig natürlich, dass man die Torten dann auftauen lässt. Am besten bei Raumtemperatur einfach 2, 3 Stunden stehen lassen. Je nach Größe der Torte. Also ihr merkt ja dann auch, ob sie schon gut zu schneiden geht oder eben noch nicht. Okay, ich bin mal gespannt. So, du darfst jetzt das hier mal probieren. Und Herz da anschneiden. Das Herz brechen. Oh mein Gott. Ah, die ist noch ein bisschen kalt, aber geht schon. Die Spitze habe ich jetzt nicht erwischt, weil sie noch zu fest und zu gefroren war. Aber cool, oder? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Aber für mich ist halt der Geschmack muss ja da sein. Ja.
Ja, und der Geschmack, also ich habe jetzt heute mein Grundrezept praktisch von der Spiegelglasur mit euch geteilt. Und geschmacklich gibt es einfach das nächste Video, denn da könnt ihr mal schauen. Da habe ich dann eben die Grundrezepte und dann eben auch die Abwandlungen, wie ihr das Ganze variieren könnt. Warte, Schatz, ich helfe dir. Ist aber noch ein bisschen kalt. So, Murat, ich habe dir das doch hingestellt. Ja, ich habe auch keine Gabel, weil Samira meine Gabel mitgebracht. Oh. So, okay, ich probiere das. Sieht irgendwie aus wie so Milka, weißt du das? Hat irgendwas so, von. Wegen der Farbe. Ja. Ich habe halt immer Crunch dabei. Und? Lecker. Ich meine, die Glasur schmeckt nach weißer Schokolade und innen drin kann man ja machen, wie man will. Auch eine Erdbeercreme oder so zum Beispiel. Ja. Und ich finde es gar nicht so schwer. Wichtig ist eben nur, dass die Torte vorher richtig schön glatt ist. Daher arbeite ich ja da mit Silikonformen. Die benutze ich nicht zum Backen, sondern nur zum Füllen und Einfrieren. So bekommen Sie die schöne glatte Oberfläche. Und dann ist einfach nur wichtig, die Glasur auf die richtige Temperatur zu kriegen, richtig schöne Farben zu nehmen. Hätte ich schon viel früher machen können, weil das schmeckt echt lecker. Ja, ich weiß, aber ich habe mich immer so dagegen. Das schmeckt irgendwie voll nach so cooles Ei. Ich habe auch gedacht, das schmeckt nur nach gar nichts, aber kommt auf die Füllung natürlich, wie immer. Ja, oder? Eben, es ist halt die Füllung. Was hast du eigentlich für den Boden genommen? Crunchy und so weiter. Boah, das passt. Gibt's dann im nächsten Video. Falls ihr also das Rezept nachmachen möchtet, dann macht doch schon mal die Miraglaze Glanzglasur, macht eure Torten, friert sie ein, gestaltet sie und postet sie dann auf Facebook und Instagram und markiert mich natürlich. Wie lange hält die eigentlich, wenn ich fragen darf, so mit der Glanz? Das jetzt halt, bis du es aufisst. Also auch mal 2 Tage oder so? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sie jetzt, wenn ich sie heute essen will, heute bei Raumtemperatur auftauen, ansonsten dann natürlich im Kühlschrank. Für bis morgen zum Beispiel. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich freue mich auf eure Kreationen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.